Lass uns jetzt zur Lackiererei fahren. Unser Kollege Ted wartet schon dort. Ja, dann damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Bus Simulator 21 Next Stop mit mir zusammen. Ich bin Danny Spieters und das Ganze spielen wir auf dem PC. Und ich habe mir einen neuen Bus gegönnt. Das war nämlich Teil der neuen Mission, die wir haben. Und das ist der MAN. Mira sitzt vorne drin und wir sollen jetzt als nächstes zur Lackiererei fahren. Und ja, das werden wir tun. Ich würde sagen, wir folgen dem Navi und werden das Ganze mal in Angriff nehmen. So, dann schauen wir mal, ob wir hier fahren können, ohne einen über den Haufen zu fahren. Das wäre sehr schlecht. So, dann wollen wir mal. Fahren wir hier mit unserem neuen MAN zur Lackiererei und werden mal schauen, was wir da machen sollen. So. In der letzten Folge hatte ich leider ja ein paar Probleme mit dem Kommentar, und zwar lag das daran, dass ich das Spiel erst eine Testphase installiert hatte und mich dann entschieden habe, das Spiel zu kaufen, und auf irgendeinen Grund musste ich das dann nochmal neu installieren, und weil ich das neu installiert habe, war natürlich das Spiel wieder zu laut und der Kommentar zu leise, und das habe ich jetzt geändert. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt besser verstehen. Ja. Das war auf jeden Fall der Hintergrund. So, jetzt gehen wir links herum. Das enge Stück rein. Ich glaube, hier hatte der Kollege Felix ein paar Probleme mit dem Gelenkbus hineinzukommen. Auch eine ganz witzige Folge. Ich musste mal auf seinen Kanal gehen und ihm das Video durchsuchen. So. Hier links rum. Weiter rechts. Also die Lackiererei ist schon ein gutes Stück von dem Busdepot entfernt. Also das auf jeden Fall. So. Die wollen wir natürlich vorbeilassen. Ist der Zebrastreifen. Ist ja logisch. Genau. Beeil dich ein bisschen. So, da vorne ist das Ziel. Schauen wir mal, was dann passiert. Oh, die habe ich nicht gesehen. Ist ja nichts passiert, Gott sei Dank. So, da wartet schon jemand. Da wollen wir hier mal anhalten. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Barke das ist im Inneren. Ted Kane. Er ist der Sprecher für wirtschaftliche Entwicklung hier in Angel Shores. Freut mich, dich kennenzulernen. Es ist gut, dass es in der Stadt wieder ein öffentliches Verkehrsnetz gibt. Das wirkt bereits wie ein richtiges Busunternehmen. Sorgen wir für den passenden Look. Höchste Eisenbahn, unsere Busse mit einem Logo zu versehen. Keine Sorge, die Lackiererei kann uns da weiterhelfen. Mein Aussehen gehen. Dann gehen wir da mal drauf. Lass uns zuerst die Farbe unseres Busses verändern. Wähle Hauptfarbe und anschließend die gewünschte Farbe. Da sind ja noch einige gesperrt. Viele Auswahlmöglichkeiten habe ich hier nicht. Ich würde fast sagen, das hier. Alle Änderungen an deinen Bussen haben ihren Preis. Du findest diesen unten rechts. Eine Million oder? Ne, 1000, ne? Ja. Die Kosten werden von deinem Konto abgezogen, sobald du die Änderungen übernimmst. Du kannst kostenlos experimentieren. Jetzt kehre zurück und versuch es mit anderen grafischen Verbesserungen. Das ist noch gesperrt. Dann gehen wir mal auf Nummernschild. Können wir das auch noch ändern? Default. Angel Saw. United Kingdom, China, Frankreich, Germany. Das sieht doch ganz gut aus. Dann nehmen wir mal. Sieht doch ganz gut aus. Wie spielt das? Äh,
nur mein Geburtsdatum. Das sieht doch ganz gut aus. Änderungen übernehmen. 6000. Ah, komm, was soll der Geiz. Sehr schön. So, was haben wir jetzt vor? Ach ja. So, damit hätten wir unsere erste Regierung abgeschlossen, würde ich mal sagen. So, da sollen wir anhalten. Wir können uns das ja mal kurz von außen ansehen. Ich finde, das hat sich doch gelohnt, oder? Wunderschön. So, da können wir uns wieder reinsetzen und da sollen wir anhalten. Dann tun wir das. So. Das nenne ich mal echtes Markenbranding. Sieht toll aus. Ich weiß schon, was wir als nächstes machen. Entschuldige die Störung, Mira, aber ich muss die Expansionspläne mit dir durchsprechen. So, was müssen wir denn jetzt hier machen? Und willst du vielleicht jetzt mit unserem hübsch gemachten Bus nochmal die Route abfahren? Ich rufe dich dann später an. Gut, das heißt, wir steigen wieder ein oder öffnen das Kartenmenü? Okay. Route wählen. Route 2. Jetzt fahren. Den Bus natürlich. Erreiche den Zahltag. So. Ah, jetzt. Ja. Hab ich doch. Wollt ihr mich verarschen oder was? Ach so, ja, annehmen. Du kannst das Fahrzeug nicht wählen. Warum nicht? Akzeptiere den ausgewählten Bus. Ja. Du kannst diese Bedingungen jedoch über die Unternehmenseinstellung ändern. Aber wo? Wo macht man das? Wo macht man das? Wo macht man das? Wie macht man das? Wähle den hervorgehobenen Bus aus. Ja, will ich ja. Aber macht er ja nicht. Sie mich verarschen oder was geht denn hier ab gerade? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Vielleicht geht es ja jetzt, wenn ich da drin sitze. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Ja, jetzt geht's. So, dann fahren wir mal los. Sorry, da war ich jetzt. Wie gesagt, ich muss das Spiel ja auch kennenlernen. Deshalb dauert das ein wenig immer, bis ich
das verstanden habe, wie das dann zu funktionieren hat. Aber wir haben es ja jetzt hingekommen. Und das ist das Wichtigste. Jetzt fahren wir erstmal hier dahin, wo wir hin sollen. In unserem neuen Bus. Neu gekauften MAN, frisch lackiert. So, müssen wir hier anhalten wahrscheinlich. Ja, dann tun wir das. Hallo, hier ist Mira. Lief alles so, Zahltag. Ich habe schon die nächsten Schritte vorbereitet und möchte dich jemandem vorstellen. Ich hol sie mal dazu. Normale Fahrkarte. Das ist Trish Harper. Ich bin für Tourismus und Kultur zuständig. Schön, dich kennenzulernen. Ich freue mich darauf, alle Sehenswürdigkeiten der Stadt miteinander zu verbinden. Fangen wir mit West Oakwood an. Da spielt sich das Nachtleben der Stadt ab. Es wäre toll, wenn die Leute nach einer Partynacht den Bus nach Hause nehmen könnten. Öffne das Kartenmenü. Was müssen wir jetzt machen? Route erstellen. Wir erstellen unsere erste Route. Lose Enden verknüpfe, erstelle eine neue Route. Trish hat sowas von recht. Lass uns die neue Route in der Nacht abfahren und das pulsierende Nachtleben von Angel Shores genießen. So. Was ist denn noch? Zeit, Wetter ändern. 9:09 Sturm. Öffne das Kartenmenü. Ja, hab ich doch. Bin ich im richtigen Bus? Wähle derzeit auf die neue Ende der Entschuldigung. Muss ich irgendwas Bestimmtes wählen? Oder? 10, 11 Uhr, Sturm. Oh, anscheinend nicht ändern. Öffne das Kartenmenü. Was sind nun noch? Zwischen 22 Uhr und 24 Uhr. Jetzt. Könnte ich dann ein Katzenspiel machen? So. Zwischen 22 und 24 Uhr. Da haben wir ja jetzt. Schauen wir mal, wie den Leuten in West Oakwood ihre Buslinie gefällt. So, wie geht denn jetzt hier der Scheibenwischer an? Haha, kann mir das mal jemand erzählen? Wie geht jetzt hier der Scheibenwischer an? Das muss mir mal eben jemand, da muss ich mal eben kurz auf Einstellungen gehen. Das muss ich mir mal eben kurz angucken. Bahn und Lenkung. Beleuchtung ist unwichtig erstmal. Scheibenwischer wäre toll. Allgemeine Steuerung, Fahrzeugfunktion, Scheibenwischer ein aus B. Okay, Licht, Leuchtung, 8, 9 und K. Okay, also B. B ist das, K, 8 und 9. Doch, dann haben wir das. Dann haben wir das. Was ist das denn? Ich glaube, du spinnst wohl. Tut mir leid. Ja, nächstes Mal fliegst du raus, Kollege. Natürlich in die Disco. So, links rum. Unsere erste Nachtfahrt bei Sturm. Hoffentlich geht alles gut hier. So. Oh, da kam die Tram. Habt ihr es gesehen? Da fährt die Tram. Die ja jetzt bald verfügbar sein wird. In 3 Tagen.
So, dann schauen wir mal. Verlasse die Fahrerkabine. Warum? Ach, jetzt. Ich kann nicht alles auf einmal, ganz ruhig. Kinderschulkarte, Tageskarte, einmal. Ach Gott. Zwei. Ganz ruhig. Alles nach dem anderen. Danke. So, was soll ich jetzt machen? So, nein! Ah. Nein. Wie ging das denn jetzt nochmal? Mein Gott. Da steigt sie jetzt ein, oder? Hab ja. Ich eigentlich den Ofen ausgemacht? Wunderbar. Dann fahren wir die Rampe wieder ein. Und schließen die Türen. So. So, weiterfahren. Willst du noch drüber? Nicht. Gut, dann geht's weiter. Ist natürlich spät dran, weil wir da so viel Zeit jetzt verloren haben. Aber das kann ich nun mal auch nicht ändern. Ja, too late. Ist mir auch egal jetzt. Oh, ist das kalt heute Abend. So, er möchte normale, sie möchte eine normale Fahrkarte, einfache. Fahrkarte einmal 2,80 Euro. Danke fürs Aufwecken. Seniorenticket, Tageskarte, 2 Stück. Plus Restgeld 0. So, können wir weiterfahren? Hier an die nächste Haltestelle. Mein Gott! Hier ist sie. Sorry. Jetzt war ich. Ah! Mein Gott! Da war ich ein bisschen verwirrt hier. Meine Güte. Junge, Junge, Junge. Mann, 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 Mann. Anscheinend keiner aussteigen. Dann bin ich doch hier falsch, oder? Mann, Mann, ey. Wo bin ich? Wo muss ich denn lang hier? Sorry, dass ich gerade ein bisschen, naja. Ach so, ach scheiße. Busfahren fühlt sich an wie Fliegen, nur auf dem Boot. 3 Stück. 4,60 Euro. Danke.
So, links herum. Ja, kann er ja gleich. Ich hab gehört, der Schauspieler von Carlos wurde in Eclipse Bay. Ach so, ja klar. Folge den GPS, um weiterhin diese Route zu bedienen, und halte C gedrückt, um sie nicht selbst weiter zu bedienen. Ich denke, wir fahren die Route nochmal. Um die einfach kennenzulernen, weil das war jetzt ein bisschen holprig, deswegen fahren wir die einfach nochmal. Vergiss nicht, achso, jetzt noch los. Ist die Rampe noch gar nicht drin? Die habe ich doch reingeholt. Jetzt aber. So. Die einfach nochmal. Ja, nicht mal allzu lange Zeit hier. Sind schon die Tramgleise gelegt. Machen das anders. So, wir werden jetzt hier mal die Fahrt stoppen und gucken, was unser nächster wahre Route zwischen Route 3 zwischen 22 und 24 Uhr. Wie spät haben wir es denn jetzt? Fahre zurück nach Chitty Drive. Ah, ey, bleib hier! Willst du fahren? Oder kontrollierst du nur die Fahrkarte? Will dich ablösen. Ich soll nach Chitty Drive fahren. Wo ist denn Chitty Drive? Machen wir mal kurz die Karte auf. Chitty Drive. Chitty Drive, wo ist das denn? Anthony.
Lincoln Street. Linden Avenue. Sierra Street. Jetty Drive, da müssen wir hin. Ne, hier. Wo war das denn jetzt? Sierra Street. Da müssen wir hin. Wo sind wir denn jetzt überhaupt mit unserem Bus? Habe ich eine gültige Fahrkarte? So. Ah, warum nimmt er die denn nicht? Es dauert ein ganzes Jahr, die Brücke zu streichen. Und dann fangen sie von vorne an. So geht das seit Jahren. So. Die Tür auf. Hi, Chef. Möchtest du übernehmen? So, wir haben jetzt noch. Wir sollen die Route noch weiterfahren. Oder fahren wir, würde ich sagen. Die anscheinend noch ein bisschen fahren, die Route. Unser Zahltag! Ich habe All Directions mal backstage getroffen. Ich bin fast ohnmächtig geworden. So, das hätten wir dann auch erledigt. Highlander Park Church? Tja, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube aber wohl. Danke. Nee, doch nicht. Okay. So, was müssen wir jetzt noch? Immer noch. Okay. Dann fahren wir halt noch ein bisschen, weil es 22.26 Uhr. Noch grün. Perfektes Timing, sehr schön. So, Seniorenticket, einfache Fahrt, einmal 18,20 Euro. So. Seht mal, da fährt die Tram. Sehr schön, wunderbar. Wie gesagt, in 3 Tagen wird das DLC veröffentlicht.
Für jeden, der den Season Pass besitzt, ist dieses DLC kostenlos. Für alle anderen kostet das 19,99 €. So, das haben wir auch. Dann sollen wir jetzt zurück zur Jetty Drive fahren. Da machen wir das. Schließen die Türe. Folge dem GPS zu bedienen oder halte gedrückt, um die sich selbst weiter zu bedienen. Wir fahren jetzt weiter zu Jetty Drive. Da müssen wir ja jetzt hin. Genau, dann machen wir das. Dann machen wir das ja hier einfach weiterfahren. Ja, genau. Dann passt das. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Sorry, der holprige Start etwas. Wie gesagt, ich bin noch relativ am Anfang des Spiels und deswegen ist das noch ein wenig holprig alles. Ich hoffe, das ist zu verzeihen. Ich versuche mein Bestes, das in Zukunft besser zu gestalten. Bin da noch nicht so geübt drin wie der Felix, aber ich denke, das wird noch kommen, hoffe ich zumindest. So, weiter geradeaus. Werden wir sowieso nicht mehr pünktlich schaffen. Wenn nur noch 10 Sekunden. Aber dem ist dann auch so. Kann ich jetzt auch nichts mehr dran führen. Bin sofort da. Chef, Steve hier. Der Fahrer, der gerade die andere Route fährt, fühlt sich neue Mission, gut. Übernahme. Kannst du die Strecke übernehmen? Übrigens, wenn du wissen willst, wann der nächste Bus kommt, guck einfach auf den Fahrplan. Eins nach dem anderen. Oh, danke fürs Aufwecken. Die Sitze sind einfach zu bequem. Eins nach dem anderen. Nein. Ach. Ich möchte jetzt erstmal ganz was anderes machen. Und zwar gehen wir jetzt mal hier drauf. Verlasse den Bus bei Jetty Drive und halte dann. Dann machen wir das. Interagiere mit dem Fahrplan. Das wird dann wohl der Bus sein. Ja, komm, fahr weiter da. Fährst du selbst. So. Jemand läuft hier schief. Übernimm meinen Bus. Übernimm den Bus Citaro K vom anderen Fahrer. Fahre Route 1. Ich doch gar nicht den MAN. Meine Güte, ey. Ah.
Was läuft denn hier schief gerade? Der Bug drin oder was? Genießt du die Fahrt oder fährst du lieber selbst? Nee, du sollst vor allem fahren. Nur zu. Fahr doch mal weiter, du dumme Pute. Wer ist der das jetzt? Ach, den soll ich übernehmen. Ah, jetzt habe ich... Sorry, das war meine Schuld. Den soll ich übernehmen. Das ist der Citaro. Willst du die Fahrkarten kontrollieren? Nein, will dich kontrollieren. So, Route 1 soll ich mit dem fahren. Kamen hier erst nochmal auf die Routen, Herrgott. Da. Warte. Oh, sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Welche Route fährt ihr denn jetzt? So, das haben wir auch. Wir nehmen einen Bus. Route 1 soll ich jetzt fahren. Mercedes-Benz. Jetzt hier rum? Ja. So, bis man das mal alles registriert hat, das war manchmal nicht so einfach zu verstehen. Fahren wir hier rechts rein. Dann fahren wir hier links. Ich weiß nicht, was ich da mal mitnehme. Ich weiß es nicht. Ey, was ist das denn? Mein Gott! Ich dachte, da schnarcht jemand. So. Support bei.
Du sollst nicht den Sitz benutzen, sollst die Tasche nehmen. Du zwei. Ja, du dämlicher Automat. Oh, geh doch dahin, Mensch. Nein, ey. Da würde ich ja gerne, aber. Aber der nimmt den nicht. Leck mich doch. Sorry, ist das so, ey. Na, ja, schlicht verloren. Warum kann ich den auch nicht nehmen? Was weiß ich. Ich konnte ihn nicht nehmen. Kann ich es auch nicht ändern. Super, habe ich schon wieder einen Verzug hier. Ist doch alles nur noch scheiße. Sollen die Leute mal besser auf ihre Sachen aufpassen? Wenn ich der Fundbüro hier. Der Busfahrer. So. Hallo, ich brauche eine Fahrkarte. Ach, Kinderschulfahrkarte. Du bist doch gar kein Schüler, oder? Du gehst doch zur Schule. Gott weiß ich, ist mir auch wurscht. 18 Euro, mein Gott. Großes Geld dabei heute Abend. Was für eine Nacht. Ich bin Juniorenticket, Tageskarte, einmal 0 Euro. Was ist das denn ständig, was ich da mitnehme? Schlaglöcher oder was? Willst du da drüber springen oder wie soll das funktionieren? So. Dann fahren wir die Route noch zu Ende und dann hat sich das doch für heute. Hi. Sie kann noch nicht lesen. Ja, das definitiv ja. So, möchte hier noch jemand einsteigen, aussteigen? Nein, gut, dann fahren wir weiter. Das ist nämlich schon der Jetty Drive. Jetty Drive. Zahltag. 0 Euro Unfälle Strafen, das ist doch schon mal was wert. So, damit hätten wir das auch erledigt, glaube ich. Er möchte auf jeden Fall eine normale Fahrkarte, einfache Fahrt. Kriegt 17,80 Euro zurück. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Normale Fahrkarte, Tageskarte, einmal 3,80 Euro. Ich nehme nicht an, dass Sie jedes Mal die Fahrkarten kontrollieren. Eine Fahrkarte, bitte. Seniorenticket, Tageskarte. 4,60 Euro. Nächster Halt, Sea Drift Square. So, links herum.
herum. Gar nicht so einfach hier anzuhalten. Ich koche meine Kasse hier und nettes Abendessen. Hi. Normale Fahrkarte, Tageskarte. Einmal. Komm ganz eilig. Damit hätten wir das auch soweit erledigt. Hi Chef, Steve nochmal. Der Fahrer hat sich gemeldet. Ich sollte Danke sagen fürs Aushelfen. Ist gut zu Hause angekommen und bald wieder auf den Beinen. Hey, gute Nachrichten. Die neue Nachtverbindung war so erfolgreich, dass die Stadt uns einen neuen Bus bezahlt. Setzen wir ihn auf einer der bestehenden Routen ein. So, jetzt können wir den Bus eigentlich auch verlassen an dieser Stelle. Und immer so einiges. Wähle ein dein Citaro, geh deinem Routennetz zu, um deine Einnahmen zu steigern. Ich will den ja nicht übernehmen. Neue Route erstellen. Achso, das haben wir fahren, eine beliebige Route bis zu einem Zahltag erreicht. Ja, das allerdings machen wir dann in einem der nächsten Videos. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit, habt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer der Dennis Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Haut rein. Bye. Bye. Euer der Dennis Spieters.